Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Pokémon, Pokémon Super, 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 Super Pokémon Mystery Dungeon. Auf jeden Fall mit ganz viel Super und Pokémon. Ich habe gehört, wir wollen die Stadt, das Dorf verlassen. Machen wir das mal. Also los, Zeit für mich zu gehen. Danke, Blanas, dass du mich bei dir aufgenommen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Jume! Und? Ist alles reibungslos verlaufen? Gut. Dann wollen wir mal was? Entschuldige, dass ich mich so heimisch aus dem Staub mache. Sei mir nicht böse, Opa. Du hast dich immer so gut um mich gekümmert, obwohl ich so schwierig bin. Ich werde bestimmt wiederkommen, wenn ich größer bin. Bis dahin, bitte verzeih mir. Gehen wir. Finde ich schon krass, dass man die Granny so mit, also mit uns weggeht. Ach, ja, bevor wir das Dorf verlassen. Wollen wir nicht noch einmal zum Hügel mit dem großen Baum gehen? Noch ein letztes Mal die Aussicht genießen. Bitte. Na gut, natürlich, meine Granny. Für dich tue ich doch alles. Jume, bevor wir das Dorf verlassen. Okay, sie sagt das nochmal. Ach, meine Granny, ich hab dich so lieb. Du bist mein Lieblings-Pokémon. Ach, ich wollte noch einmal genau diesen Ausblick genießen. So, jetzt ist die Zeit also gekommen, das Dorf zu verlassen. Natürlich habe ich Opa furchtbar lieb, aber... Und unsere Freunde in der Schule und sogar unsere Lehrer werden mir auch fehlen. Wohin man auch blickt. Nichts als schöne Erinnerungen. Puh. Ich bin auf einmal ganz traurig, jetzt wo wir wirklich gehen. Aber es muss sein. Wir müssen losziehen. Unseren Träumen entgegen. Danke, Yumi. Jetzt gibt's kein Zögern und kein Zaudern mehr. Ich bin bereit. Gehen wir. Mach's gut, Dorf. Gut, Dorf. Dann gehen wir. Ciao. Nicht hier lang? Okay. Ich weiß jetzt nicht, welchen Ausgang wir von dem Dorf nehmen. Gehen wir nochmal hier lang. Dann vielleicht den ganz normalen Weg? Wir werden schon einen Weg hier rausfinden, irgendwie. Ah. Los geht's, Yume. Wir brechen auf. Wartet! Hä? Leute! Leute, was macht ihr denn alle hier? Wir sind hier, um euch zu verabschieden. Verabschieden? Dachtet ihr wirklich, wir kriegen nicht mit, dass ihr euch nachts davonschleichen wollt? mir war schon lange klar, was ihr vorhabt. Von wegen, Pam Pam. Als Psiao uns davon erzählt hat, sind wir doch alle aus den Wolken gefallen. Psiao? Tut mir leid. Aber mir kam euer Verhalten in letzter Zeit irgendwie merkwürdig vor. Also war ich so frei und bin euch gefolgt. Viel Glück, ihr beiden. Ihr werdet mir zwar fehlen, aber alles Gute. Oh, Viscora. Ich wünsche euch beiden ganz, ganz, ganz viel Glück. Passt auf euch auf und gebt immer euer Bestes. Ich muss schon sagen, ein wenig beneide ich euch um euren Traum. Viel Glück jedenfalls. Oh, sieh, so geht's. Schnotem. Oh, ich wünsche euch auch allen alles Gute. Viel Glück. Wenn das hier so läuft, dann wünsche ich euch beiden natürlich auch alles Gute. Ja, hängt euch rein. Hang in there. Tschu. Upsiau. Pam Pam. Oh, vielen Dank. Oh, Leute. Wir hatten tatsächlich vor, uns still und leise aus dem Dorf zu schleichen. Aber ich bin froh, dass wir uns richtig von euch verabschieden konnten. Wir sind aber nicht die Einzigen im Dorf, die euch zum Abschied was sagen möchten. Seht mal. Was ist das? Briefe von allen im Dorf. Von allen? Entschuldigt bitte. Aber wir haben es auch den Erwachsenen gesagt. Die Erwachsenen hätten einfach mit uns
hätten einfach mit uns zur großen Verabschiedung kommen sollen. Aber dazu waren sie wohl zu stolz. Ich glaube eher, sie sind rücksichtsvoll. Ach ja? Ich find's irgendwie albern. Ach, aber was soll's? Lies einfach die Briefe. Manigrani liest die Briefe der Erwachsenen. Hola, Manigrani, sieh, du warst schon immer sehr eigensinnig. Aber so musste man wohl auch sein, um seine Träume zu leben. Tu amigo, I don't know, Lombrero. Passt bloß auf, euch nicht zu überfressen. Passt überhaupt gut auf euch auf. Radikal. Falls ihr euch mal einsam fühlt, suhlt euch im Sand und denkt ans Dorf. Hippopotas. Leute, ihr... Erwachsene dürfen Kindern nicht ihre Träume nehmen. macht den euren wahr. Soda Chita. Auch sogar der, Direktor. Wie formuliert man so etwas wohl am besten? Ihr seid zwar ganz schöne Unruhestifter, aber wenn ihr immer euer Bestes gebt, könnt ihr das wieder gut machen. Also, gebt immer euer Bestes. Oh, sogar Kuckmata schreibt was. Manigrani meint natürlich auch. Sogar der Konrektor. Viel Glück, Manigrani und Yume. Ich glaube an euch. Erfüllt euren Traum. Oh doch. Als ich gestern Abend die Nachricht hörte, war ich wirklich sehr überrascht. Aber ich bin froh, dass ihr euch mir anvertraut habt. Ich wünsche euch das Beste. Porenta. Gebt alles für euren Traum. Sonnenkern. Gebt alles für euren Traum. Sonnenkern. Sonnenkern ist ja, glaube ich, noch ein Kind, oder? Die Schule ist wichtig. Aber seinen Traum zu folgen ist mindestens genauso wichtig. Die Musik ist gerade voll laut. Passt bitte auf und... bitte passt bitte gut auf und... Passt bitte gut auf euch auf, ihr beiden. Und alles Glück der Welt, Roselia. Alle schreiben so schöne Dinge. Wir haben natürlich auch in Trubelstadt eine Niederlassung. Sorgt euch also nicht um Reisebedarf. Viel Glück auf euren Abenteuern, Keklion. Verlassen wir jetzt wirklich ganz das Dorf? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Reißende Kinder soll man nicht aufhalten. Zack, bumm. Resladero. Seid stets tapfer und gebt niemals auf. Macht's gut. Und viel Glück, Kangama. Oh, und ich dachte, die Erwachsenen würden uns nicht verstehen. Dabei haben sie sich immer nur um uns gesorgt. Und jetzt ermutigen sie uns sogar auch noch. Oh. Hä? Ein Brief von Opa? Geh nur, meine kleine Manigrani. Ich bin hier, wenn du wiederkommst. Ich will deinen Forschergeist nicht unterdrücken. Wenn du also glaubst, du bist bereit, dann folge deinem Traum, Karipas. Opa! Viel Glück, Yume. Wir trafen uns nur zufällig und du hast nur für kurze Zeit bei mir gewohnt. Aber es hat Spaß gemacht, dich um mich zu haben, Yume. Ach, ich würde lügen, wenn ich schreiben würde, dass ich mir keine Sorgen um dich mache. Aber ich wünsche dir alles Gute und viel Glück, Blanas. Blanas. Freunde, danke. Wir werden unser Bestes geben. Das versprechen wir ganz fest. Passt ihr alle auch immer gut auf euch auf. Gut. Wie episch. Also dann, Freunde, bis bald. Das ist kein Lebewohl, sondern ein Auf Wiedersehen. Ruhe now. Viel Glück. Passt gut auf euch auf. Alles Gute. Oh mein Gott, sie gehen wirklich. Und so kam es, dass Yume und Manigrani Ruhe now verließen und zu einer Reise aufbrachen. Ihr Weg führte über Berg und Tal. Ihr Ziel lag mehrere Tagesmärsche entfernt im Osten. Bis Trubelstadt würde es noch ein langer, beschwerlicher Weg werden. Oh mein Gott, sie sind wirklich gegangen. Ich kann das nicht fassen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir wollen speichern und fortsetzen, natürlich. Der Weg über den Berg. Wow! Ist das hoch?
Man kann den Grund kaum noch sehen. Der Weg hierher war schon hart. Doch die wahre Herausforderung liegt offenbar noch vor uns. Aber wenn man diesen Berg bezwungen hat, ist es bis Trubestadt angeblich nicht mehr weit. Wenn wir das schaffen, sind wir also schon so gut wie da. Also los, Yumei, nur nicht schlapp machen. Cool. Ich kann wirklich nicht fassen, dass wir es getan haben. Wir sind gegangen. Kann ich Geld einlagern? Ablegen. Sehr gut. Items auch ablegen. Was haben wir denn? Elixir. Elixir. Plosive Sun. Schnarsch 2 kommt mal weg. Leversamen sind okay. Ja, machen wir jetzt einfach mal so. Weiter geht's. Weitergehen? Natürlich. Zerklüfteter Gebirgspass. Ach so, wir müssen da jetzt durch. Und da ist auch schon ein Gegner, ein Rabaut. Finde ich cool. Ich wollte gerade Angriff Richtung Manikrani machen, aber es geht nicht. Manikrani guckt mich nur fragend an. Also man kann seinen Partner-Pokémon nicht aus Versehen angreifen. Und es ist gerade generell ziemlich laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. So. Oh, das war's schon. Ah. Es gibt Elixiere hier. Oh mein Gott, das sieht wirklich echt episch aus. Glut. Oh. Nicht weglaufen. Glut. Und nochmal Glut, bitte. Mein Gott, die machen auch relativ viel Schaden, kann das sein? Oh, da oben geht's weiter. Oh. Oh nein. Ups. Naja, aber da oben liegt noch ein Item. Ah, Geld. Sehr gut. Irgendwie fällt es mir gerade schwer, das hier als Dungeon zu sehen. Weil, ich weiß nicht, das sieht hier nicht so Dungeon-typisch aus. Ich bin ja auf einem Gebirgspass. Schon verrückt. Sofern es ja auch Pokémon Super Mystery Dungeon heißt. So, ja, Feuerwirbel. Oh, es ging daneben. Wieso lässt du uns nicht treffen? Ah, jetzt. Ehe! Friere mich nicht ein, du blödes Schneebedeck. Und so mit Schnee bedeckt bist du dann auch wieder nicht. Hier, nimm das. Es ging daneben? Und nicht, dass es mich jetzt besiegt? Ach, Glück gehabt. Da setze ich mal lieber, bevor es zu spät ist, eine Sinelbeere ein. Ich hoffe, wir schaffen das. Das sieht nämlich echt hart aus hier. Wieso treffe ich denn einfach nicht? Das ist verrückt. Fußkick. Damit treffe ich. Immerhin etwas. Oh Mann. Oh, ein... Oh. Was ist das denn? Erkenntnis. Die Mega-Entwicklung oder den Zustand Erkenntnis beim Träger herbei. Wird er im aktuellen Dungeon als Item verwendet, erhöhen sich die KP leicht. Ja, denn, eine Mega-Entwicklung, sowas haben wir hier nicht. Also jedenfalls weder Flemly noch Manikrani. Ein Pokémon im Zustand Erkenntnis nimmt keinen Schaden von Gegnern direkt vor ihm. Manche führen die Mega-Entwicklung durch. Ah! Okay. Wow! Ich bin von Frontalangriffen geschützt. Wie cool ist das denn? Mann, die Kranie macht übelst viel Schaden. Ich will das Item haben. Gib mir das Item. Statusansteckung! Ja, gib mir mal meine Kranie. Ich fühle mich gerade voll mächtig, weil ich diesen übelst krassen Ringel habe. Ich fühle mich gerade wirklich unbesiegbar. Leute, ich bin der krasseste Ficker in der Gegend hier. Muss man ja mal so sagen. So, okay. Boah. Ich finde es gerade richtig krass, dass das geht. Ich dachte vor allem noch so, oh, wie soll ich das schaffen? Die Gegner sind hier voll stark und jetzt kann mir zum Beispiel dieses Rabauzi nichts tun. Aber ich treffe irgendwie hier keinen. Ha! Boah, ich bin voll das mighty Pokémon. Oh mein Gott, ein Wablu! Ich liebe Wablu. Wablu ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich weiß nicht wieso, aber ich stehe voll auf Wablu. Das war, ich glaube, ich bin gerade meine drei Lieblings-Pokémon sind Manikrani, Rapigator und ich glaube Felinara. Aber ich glaube, relativ schnell danach kommt auch Wablu. Ich glaube, Wablu könnte sogar potenziell in meinen Top 5 mit dabei sein. Ich bin gerade, was mag ich schon noch so für Pokémon sehr? Was wäre denn noch dabei? Tauboga? Ho-oh! Ho-oh! Ich glaube,
Was? Mein Erkenntnisring ist weg? Oh. Mein Erkenntnisring ist weg. Nein. Ich dachte, der hält das ganze Dungeon. Das war, glaube ich, zu imbar, ne? Na gut, dann gehen wir mal weiter. Zerklüfteter Gebirgspass E2. Oh. Hallo. Feuerwirbel, der irgendwie nicht so oft trifft. Wer war denn jetzt? Ey, nicht rumstängern. Nee, nicht rumstängern. So. Ich möchte natürlich wieder alles erkunden. Geht zwar schon weiter, aber... Item sammeln. Huch! Was ist denn jetzt passiert? Anscheinend lag hier ein Item drauf. Also ein Dings für mein Dings. Ihr wisst schon, ein Dings für mein Dings. Ein Zipper. Heißt das... Nee, warte mal. Wie heißt das nochmal? Diese komischen kleinen Dinger, die ich auf den Ringel stecken kann. Aha. Also gelten die Gänge auch als Räume. Und wenn ich hier Schritte mache, werden die auch abgenutzt. Das ist gut zu wissen. Hilft mir vielleicht nicht unbedingt weiter, aber es war zu mir Informationen, die man haben sollte. Oh. Das war mal Knut. Er macht zwar nicht sonderlich viel Damage, aber eine Range Attack ist, glaube ich, immer gut. Agility, scheiße. Mann, die kannst du nicht. Das ist kein AP mehr für Aquaknarre, ne? Hm. Ich habe immer Angst, dass ich runterfalle, aber ich glaube, das geht nicht. Aber trotzdem habe ich irgendwie... Mein Gott, was ist das? Dahinter ist ein Marplu, aber davor das? Ich kann es nicht erkennen. Ich würde es gerne von vorne sehen. Da würde ich wissen, was ist das, ein Eis-Pokémon? Die Konnex-Sphäre reagiert. Wie die Konnex-Sphäre reagiert? Wieso reagiert die denn? Verstehe ich nicht. Oh, hallo Wablu. Ja, ich denke immer, Wablu ist schon Drache. Aber das ist ja erst Altaria. Altaria mag ich demnach natürlich auch. Irgendwas ist vermutlich dieses wattige, wollige magisch. Ich mag ja wattig-wollige Dinge. Das sieht man ja an meinem Hund. Oh, ich mache irgendwie kaum Damage an ihm. Das ist nicht so gut. Ah, schon viel besser. Ah, ein Apfel. Okay, ist leider nichts mehr. Okay. Ah, na du? Komm nur näher, mein Süßer. Tut dir den Fußkick an. Aua. Wow, hochzukippen ist echt scheiße. Wow! Ich will gerade. Oh. Okay. Dann Glut. Eis. Aber hat er gerade Eissturm eingesetzt? Willst du mich verarschen? Oh. 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 Geht's hier runter? Ah, hier geht's runter. Ich glaube, hier ist nichts Besonderes, ne? Nee. Ich blick gerade, ob ich, wie ich das jetzt hier mache. Meine KP tun sich langsam wieder. Weißt du, ich gehe erstmal in das Feld rein. So. Regenerieren. Das ist gerade unsere Beendigung vom Satz davor. Meine KP tun sich gerade regenerieren. Ist doch Bescheid. So, ist da unten noch was? Bestimmt. Oder? Ah, ja. Aber wenn ich mir das hier gerade so angucke, nichts Besonderes, ne? Nee. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen ins nächste Level. Gut, machen wir das. Oh, hi du. Ich habe das Gefühl, dass meine AP total schnell sinken. Bilde ich mir das nur ein? Warte mal, ich guck da mal drauf. Ich habe jetzt Feuerwirbel 3. Feuerwirbel 2. Nee, meine AP geht normal runter, hä? Ich mir das noch ein? Ey, bist du scheiße? Hör mal auf hier und so. Danke. Anzugreifen. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Hui, und schon bin ich aufgeladen wieder. Sehr gut. Ja, ich krieg langsam Hunger. Das weiß ich doch selbst. Gut. Boah, ich frage mich, wie tief oder wie weit das Dungeon hier geht. Typendurchsetzer. Kommt noch ran. Boah, da hat eine Range Attack der Arsch. Fußkick. Ich muss, glaube ich, gleich nach dem Kampf hier Elixier einsetzen. Oh mein Gott. Es ist schon ganz schön heftig. Man kann wirklich dieses Spiel immer super schwer vom Schwierigkeitsgrad einschätzen.
Oh, du Arsch, ne? Na, komm ran. Du mit deinem Kackeissplitter. So, hier, Fuske, komm. Ja, uns kriegst du nicht. Was? Ein Pokémon im Zustand gefroren kann sich nicht rühren. Er leidet aber auch keinen Schaden. Der Zustand klingt daran eine Weile ab. Ja, das weiß ich. Los, Manni Krani, du machst das. Sehr gut. Gut. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall an Level 3. Das hier scheint ein echt knackiges Dungeon zu sein. Und mit knackig meine ich verdammt schwer. Verdammt. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Mal sehen, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Wenn es wieder heißt, die Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Bye.